Mehrfach gewünscht, dass wir mal Otterkringer testen. Heute ist es dran. Otterkringer Helles. Viel Spaß. Ich würde sagen, wir machen es gleich auf, oder? Ich will. Warte mal. Wir müssen ja kurz noch, du musst ja mal kurz wenigstens die Brauerei. Brauerei, bitte. Otterkringer. Von wo? Sehr Ösi, Brauerei. Aus Wien. Und geschickt hat uns der Olli. Olli, danke für die Dose. Aber er ist kein Österreicher. Helles, ausgewogen, ehrlich. Und jetzt probieren wir es. Was heißt denn ehrlich beim Bier? Weiß ich es nicht. Unehrliches Bier ist was? Nicht das, was es sein soll. Das haben wir ja schon öfters gehabt, oder? Hell, malzig. Bisschen nach Heu. Aber das ist noch irgendwas anderes. So was Lappiges. Ein bisschen. Ja. So einen leichten Hefetouch. Prost. Gescheit spritzig. Ich wollte gerade sagen, so feinperlig, wie es am Rand ist, fühlt sich es auch im Mund an. Schönes Trinkgefühl, finde ich. Ich mag das bei dem Bier irgendwie. Es gibt so helle Biere, die haben so einen ganz komischen, hell-süß-malzigen Geschmack. Und das ist das, was ich nicht so mache. Also, leicht blumig und ein bisschen strohig und heuig am Anfang. Und dann kommt hinten raus, kommt so ein bisschen so ein holzige Bittere. Das ist das Einzige, was mir jetzt nicht so gefällt. Mir schmeckt das gar nicht. Mundgefühl kann man, passt für mich. Teilweise ein bisschen erfrischend sogar. Feinrezent. Jetzt zerlegt das Bier hier gerade so in alle Einzelteile. Aber für mich ist das so ein Bier, da hätte ich Angst davor, wenn es 2 Minuten steht. Dann wird mir das nicht mehr schmecken. Das weil das jetzt schon so einen ganz komischen Nachgeschmack hat. Das warten wir nicht ab. Also deins ist es nicht so? Nee. Null. Ich finde, man kann es trinken. Ja, man kann es trinken, aber man muss es schnell trinken. Das wäre doch jetzt wieder so ein typisches Kabinenbier. Bei uns? Kajütenbier, wie sagst du immer? Kabinenbier, ja. Eiskalt, ne? Oder? Ja, auf Eis liegend nehmen. Geschmack ist getötet durch 3 Grad oder 2 Grad und dann geht's. Geschmack ist getötet, das schmeckt einwandfrei. Ja, es ist, aber den Nachgeschmack mag ich überhaupt nicht. Es schmeckt einwandfrei, unaufdringlich. Ja, aber den Nachgeschmack mag ich nicht. Der Nachgeschmack ist ein bisschen. Das ist so ein Ding, da muss man einfach weiter trinken. Ich probiere es. Das war's schon. Otterkringer im Schnelltest. Wie findet ihr es? Schreibt uns in die Kommentare. Servus.